Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Lippen. Ja, heute geht es um Lippen. Und zwar will ich euch die MAC Love Me Liquid Lip Color zeigen. Ich habe da was zu sagen und das ist eine Review zu den Produkten mit Swatches der Farben, die ich hier habe, auf den Lippen. Und ja, wenn ihr Interesse habt an den kleinen Scheißerchen, dann bleibt dran. Es geht direkt los. Wer mir auf Instagram folgt, hat schon mein Schwärmen. Ja, klar, ich habe 4 Farben, hallo. Es wird jetzt nicht schlecht ausfallen, sonst wäre ich ja ziemlich dämlich, wenn ich mir davon 4 Farben holen würde. Ja, wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, wie extrem begeistert ich bin. Und zwar, durch Zufall habe ich entdeckt die MAC Love Me Lip Color. Und die erste Farbe, die ich mir geholt hatte, war die Farbe Feel Me. Ich werdet ihr euch gleich alles swatchen. Ich will nur einmal kurz vorlesen, worauf ihr euch hier einlasst, wenn ihr das hier guckt. Und zwar bin ich auf der MAC-Seite selbst. Es gibt die bei MAC selber, es gibt die eigentlich überall und es gibt die auch schon lange und es spricht nur keiner drüber, was mich ein bisschen wundert, denn ja, es lohnt sich, definitiv. Passt auf, die Beschreibung bei MAC. Verlieb dich in die cremige und feuchtigkeitsspendende Liquid Lip Color, die dir einen leichten, satten Satin-Look verleiht. Die komfortable und pflegende Formel enthält unseren patentierten TLC Lip Complex, der die Lippen mit einer leistungsstarken Mischung aus Arganöl, Kokosöl, Shea-Butter, Kanauba, Butter, Gerstenextrakt und Gurkenextrakt pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Darüber hinaus nutzt unsere exklusive Color Cling Technology, ich liebe diese Texte immer, die Kraft eines fortschrittlichen Polymers, um einen 12-stündigen, nicht federnden Halt zu gewährleisten. Love Me Lipstick liebt dich immer zurück. Eigenschaften und zu Eigenschaften kommen wir jetzt noch. Langhalten und Feuchtigkeit spenden, 12 Stunden. Nährend, komfortabel und pflegend, 12 Stunden. Für weiche, glatte und geschmeidige Lippen, cremige Textur, volle Deckkraft mit einer Anwendung. Ich stimme bei vielen Sachen zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich swatch die euch jetzt erstmal. Und zwar fangen wir mal an mit der Farbe Laissez-Faire. Denn es ist interessant, denn die habe ich in dem normalen Lippenstift von MAC schon. Das hier ist die Farbe Laissez-Faire. Und aufgrund dieser Farbe, oh, noch ein alter Swatch, aufgrund dieser Farbe könnt ihr schon sehen, das könnte doch wohl mein Favorit sein, ne? Nicht wahr? Ich swatch euch jetzt mal Laissez-Faire daneben in diesen Love Me Lipsticks, diese normalen, das ist ein, ich weiß nicht, das ist einfach so ein cremiger, das hier ist Laissez-Faire in der normalen Lippenstift-Variante, damit ihr das mal daneben gesehen habt. Das sind die sehr schönen Lippenstifte im Übrigen. Dann swatche ich euch die Farbe Feel Me. Ich swatche die euch auch gleich alle auf den Lippen. Feel Me ist die, die ich zuerst hatte. Oh mein Gott, ist die geil. Feel Me ist sowas von übertrieben geil. Mega. Dann habe ich die Farbe What a Doll. Und die ist auch, die hat es auch richtig schön in sich. Also das sehe ich im Herbst ja sowas von auf meinen Lippen. Richtig geile Farbe. Ist es nicht so rot, wie hier in meinem Display jetzt erscheint. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das ist ja immer so eine Sache mit den Farben. Die ist eher so dunkles Rosenholz, ne? Also nicht so knallrot. Und dann habe ich Adore Me. Das ist richtig rot. Also das ist so Russian Red Rot, ne? So richtig, richtig rot. Sowas für ein geil. Das sind die Farben, die ich mir ausgesucht habe. Und ja, ich bin hin und weg. Ich kann es euch sagen, ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum keiner darüber spricht. Die Dinger kosten im Übrigen bei MAC, ich muss nochmal gucken, also bei MAC selbst kosten sie nichts. 28,50
in dem Dreh bewegt es sich auch. Ich habe die jetzt gekauft. Es gab neulich 25% bei Mac. Da habe ich halt ein bisschen zugeschlagen. Dann natürlich bei Douglas gibt es ja auch immer wieder mal irgendwelche Prozente. Und ich habe jetzt eine Abonnentin, hatte mir das geschickt, dass es die bei Asus teilweise für 21 Euro gibt. Also ruhig mal ein bisschen rumgucken, wo ihr die so bekommt. Weil halt da kein Hype drum entstanden ist bisher, gibt es die auch einfach auch mal günstig. Ich swatche die euch jetzt auf den Lippen. Und zwar fange ich an mit der Farbe Laissez-Faire. Und was ich besonders geil finde, das werdet ihr auch gleich sehen, dieser Applikator, der ist so präzise. Wirklich, die aufzutragen ist ein Kinderspiel. Und ich zeige euch das jetzt mal. Dann werdet ihr auch sehen, wie easy peasy das hier mitgeht. Ja. So, das hier ist absolut so my lips but better und ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran. Was ich zum einen wirklich toll finde ist, ihr könnt ja sehen, also ich habe natürlich relativ starke Lippenfältchen, also außerhalb meiner Lippe und auch auf meiner Lippe, ne? Die sind nicht irgendwie plump und noch nicht, wer weiß. Sie machen unheimlich schönes Ergebnis auf den Lippen. Und ihr habt ja gesehen, es ist wirklich eine Schicht. Also ich bin hier nicht mehrmals und musste irgendwie großartig was machen, sondern es war eine Schicht. Ich kann super präzise arbeiten mit diesem Applikator. Also da braucht man keinen Lip Liner oder irgend so ein Firlefanz. Und was ich sehr häufig habe, ist, dass ich hier in der Innenseite meiner Lippe, das werdet ihr auch noch bei den dunkleren Farben sehen, dass hier bei mir kein Lippenstift hält. Das habe ich ganz, ganz oft. Also wirklich, dass nur so ein Teil meiner Unterlippe mit Lippenstift bedeckt ist. Und hier ist das so geil. Die verbinden sich so geil, übertrieben geil mit meinen Lippen. Da bin ich, also bin ich richtig baff. Das ist so das, was ich am geilsten finde. Kommen wir nochmal zu der Aussage 12 Stunden Haltbarkeit. Also, na, das ist immer so eine Sache. Ne? Da nehmen die Firmen immer den Mund recht voll. Die halten nicht 12 Stunden. Also, das wäre übertrieben. Natürlich, ihr trinkt ja auch mal was oder ihr esst mal was. Ne? So ist das Leben. Ja, ich hoffe, ihr trinkt und esst was in 12 Stunden. Das ist sonst nicht gesund, ihr Lieben. Vielleicht nicht so viel Schokolade wie ich. Aber, ne, ihr wisst schon. Ich finde, dass sie eine sehr tolle Haltbarkeit haben und besser als die meisten Lippenstifte. Nicht Liquid Lipstick mäßig, aber irgendwo dazwischen. Und ihr wisst ja, ich hasse Liquid Lipsticks. Also es ist gar nicht mein Fall, wenn das hier überall dann anfängt so zu bröseln und dieses trockene Gefühl auf den Lippen ist so widerlich. Ich finde, das ist, also Liquid Lipstick ist für mich, das ist so wie der High Heel der Make-up-Industrie. Das ist Quälerei. Also das geht gar nicht. Hier ist es wirklich so, die fühlen sich so gut an auf den Lippen. Die sind so richtig, also was da steht ja zum Beispiel mit pflegenden Extrakten und 12 Stunden Pflege und so weiter. Und dem stimme ich zu, weil die sind so angenehm auf den Lippen. Ich habe selten ein Produkt gehabt, was sich so unglaublich gut anfühlt und so aussieht. Also die Kombination eigentlich nicht. Ich zeige euch einmal, die sind nicht transferproof. Also überhaupt nicht, ja. Wenn ihr jetzt hier, dann habt ihr, aber es wird weniger. Ihr seht's. Erster Kuss, zweiter Kuss, dritter Kuss. Da ist schon fast nichts mehr zu sehen. Und trotzdem, ihr seht, der Lippenstift ist immer noch da. Ja. Und so wie er jetzt ist, so abgeküsst, sage ich mal, hält er auch wirklich relativ lange. Also ich bin, ihr seht's, ich bin hin und weg. Ich mache den mal ab und zeige euch die nächste Farbe. Als nächstes möchte ich euch Feel Me zeigen. Ist tatsächlich einer meiner Favoriten auf jeden Fall, weil, ihr seht's gleich.
Oh Gott, ist die Farbe schön. Und guck mal, hier könnt ihr jetzt auch sehen, was ich meine, dass dieser innere Teil von meiner Unterlippe trotzdem Lippenstift drauf hat. Traumhaft. Was ich bei solchen Lippenstiften immer mache, ist, ich gebe hier einmal so ein, ne? Dann habt ihr diese obere super Glanzschicht so ein bisschen runter. Und dann halten sie auch, finde ich, noch besser. Ganz ideal ist, wenn ihr es jetzt einmal abküsst und dann nochmal nachtragt. Dann ist so, das ist so die Haltbarkeitssteigerung. Aber bitte, Feel Me ist ja wohl der Hammer, oder? Ich zeige euch die nächste. Die nächste Farbe ist What a Doll und die ist auch, na gut, was soll ich sagen? Die sind alle geil, die Farben. Also bitte. Und auch hier, ihr könnt sehen, es ist ja eine sehr dunkle Farbe und so einen Lippenstift auszutragen ist manchmal ein bisschen tricky, aber auch, guck mal. Ich muss hier nicht mehrmals rübergehen, um eine schöne Schicht zu haben. Die Kanten werden ganz toll und hier einmal ein bisschen abgeküsst. Guckt euch da, also bitte. Wie übertrieben gut sieht das aus. Und auch hier, dieser innere Bereich ist komplett mit Farbe bedeckt. Ich bin ganz baff. Das ist die Farbe What a Doll. Und ja, jetzt zeige ich euch die letzte. Adore Me. Der ist rot. Sowas von rot. So, da ist Adore Me und auch einfach aufgetragen, sage ich mal, dieser rote Lippenstift. Und ich bin bereit für die nächste Gala. Das, was ich meine. Auch hier, ich gebe einmal hier ein. Hoffentlich habe ich mir nichts von irgendwas anderem jetzt irgendwo hingeschmiert. Ey, das ist ja, wäre ja typisch für mich. Ich muss es bei mir hier immer so ein bisschen blenden, ausblenden an den Ecken. Geil, oder? Jetzt sag doch mal. Also so ein schöner roter Lippenstift. Ehrlich, ich bin ganz hin und weg. Es stellt sich ja in letzter Zeit auch immer häufiger die Frage, Mask-Proof, ja. Ich sag mal so, also meine Lippen zum Beispiel haben keine Berührung zu meiner Maske, also zumindest nicht großartig. Deshalb habe ich auch keinen Lippenstift so an der Maske so wirklich. Und natürlich hält er dann darunter. Also ich habe kein Problem damit, dass meine Lippenstifte unter der Maske halten. Sieht sie nur nicht, also kann man sie sich auch sparen im Grunde. Vor allen Dingen aktuell ist es ja so, dass ich im Grunde wieder dauerhaft bei mir im Studio die Maske trage. War ja zwischendurch so ein bisschen aufgelockert, aber ich trage sie halt die ganze Zeit. Dementsprechend brauche ich natürlich auch keinen roten Lippenstift tragen. Ja, so ist das nun mal. Ich hoffe ja, dass wir alle irgendwann mal wieder unsere Lippen zeigen können. Das wäre schön. Wie wäre es eigentlich mit einer transparenten Maske? Das wäre doch geil, oder? Ich hätte gerne eine transparente Maske. Ja. Mein Fazit. Ich bin hellauf begeistert. Ich weiß nicht, warum nicht über diesen Lippenstift gesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Das ist völlig an mir vorbeigezogen. Und ich finde es total schade, denn die sind so, so toll von der Haltbarkeit. So toll. Ihr könnt euch dieses Gefühl auf den Lippen ist so satt und so cremig und so angenehm. Also wirklich, ich bin hin und weg. Und deshalb wollte ich euch die mal zeigen. Meine Frage: Habt ihr einen davon? Wie findet ihr die?
Sagt mir das bitte. Warum spricht keiner darüber? Sagt mir das bitte. Und was mich auch interessiert, dieses Format hier, dieses kurze, bei mir wird es ja selten kurz, aber ihr wisst schon, einfach Review zu einem Produkt. Habt ihr da Bock drauf? Weil ich würde super gerne wieder mehr Reviews zu einzelnen Produkten machen. Mir macht es Spaß, so Sachen unter die Lupe zu nehmen. Und wenn euch das auch interessiert, bitte dann sagt mir mal Bescheid. Und ich würde sagen, das hier ist das Ende des Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.